Kann ich jetzt einfach hier raus, oder? Ich kann diesen livierten Esel schon wieder hören. Ihre Karte, bitte! Ihre Karte, bitte! Ah, sie geht besser aus dem Weg! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Reise ins All. Ja, wir sind hier immer noch in diesen Gaukelschein-Betrugswelten-Gedöns. Und, ja, Gaukelwelten, genau. Und, ja, es scheint so, als ob es da eine Reihenfolge gibt, welche man zuerst machen muss. Und ja, gehen wir doch mal zur Kreatur oder so. So einen Bäcker habe ich in meinem Lebtag noch nicht gesehen. Himmlisch, diese Rosinenbrote. Und diese Rumkugeln, da will man doch gleich rumkugeln. Ach, da nasche ich zu gerne. Das ist der sehnlichste Traum der Kreatur. Ein Konditorenbetrieb? Das ist noch gar nichts. Ich kannte mal einen Admiral, der Holzfäller werden wollte. Schrecklich. Ja, also, das sieht nach allerfeinster Backwerkkunst aus. Also, hier ist wirklich ein Gönner an der Arbeit, ja. Aber, wir warten auch. Also stellen Sie sich gefälligst hinten an. Sapperlot, diese Kundschaft ist aber auf Ordnung erpicht. Hier kommt wohl nur Zwerg Alberich mit seiner Tarnkanke weiter. Upsi, ich muss kurz hier, Discord auf bitte nicht stören stellen. Bevor da nochmal was kommt. Dann die Leiter können wir auf jeden Fall nehmen. Ein hohes, leeres Regal. Um es zu füllen, benötigte selbst die Kreatur eine Leiter. Ja, das ist Wahnsinn. Aber diese Leiter, ja. In welche Gaukelwelt wollen Sie befördert werden, Professor? Fräulein Eleonore. Weil wir müssten jetzt eine Leiter haben, wenn mich nicht alles täuscht. Und mit der Leiter können wir hier... Hoho, das erinnert mich an meine Jugendzeit. Ach, wie oft hab ich da gefenstert. Gefenstert? Du meinst... Gespannt? Bin ich mal ganz gespannt. Aber schön, dass hier ein Pfeil eingeblendet wird, wo es wieder rausgeht. Huch, haben Sie mich erschreckt. Beinahe hätte ich ein Glas fallen lassen. Entschuldigen Sie mich nun bitte. Ich weiß nicht, wer das Dienstpersonal ausgesucht hat. Man lässt doch seinen Kittel nicht hängen. Für Fräulein Eleonores Verhältnisse ist ein geradezu verwegen wilder Traum. Du nimmst einen Kittel. Cool. Ein silbernes Zigaretten-Etui. Das wird in diesem, diesen jungen Weltmänner aus der Tasche gefallen sein. Ja, ja. Du nimmst Zigaretten. Ach, zuweilen spüre ich, wie mir mein Pfeifchen fehlt. Nur ein paar Teller, die sich übereinander stapeln. Verzeihen Sie, mein Herr, ich habe das Buffet anzurichten. Genießen Sie doch so lange die Veranstaltung. Ja, und ich muss mal kurz pausieren. Kleinen Moment, bitte. So, und da bin ich auch schon wieder. Was haben wir hier denn noch Schönes, was wir sehen können? Das wirkt noch etwas schmucklos. Ja, bestimmt wohl. Kann ich jetzt einfach hier raus, oder? Ich kann diesen livierten Esel schon wieder hören. Ihre Karte, bitte! Ihre Karte, bitte! Ah, sie geht besser aus dem Weg. Also wieder hinausklettern, noch meine armen alten Knochen. Ach, Gottchen. Egal, Rosa, Canina, lediglich die Früchte, bla bla bla, oh, ich schweife ab. Ja, okay. In welche Gaukelwelt wollen Sie befördert werden, Professor? Ja. Von Magwitz. Ja. Halt! General von Magwitz, ja, keine Zivilisten, bla. Halt, was wollen Sie? Hoho, ich möchte die Herren nur mit etwas Tabak erfreuen. Ah, Sie kennen die inoffizielle Parole. Ah, dann immer her mit den Geschenken. Nimm auch, Kamerad. Dann gehe ich mal jetzt ins Lager. Hm, wie? Sie sind noch hier? Ja, ja, gehen Sie. Ist okay, cool, vielen Dank. Da ist nichts. Oh, sei unbesorgt, ich sauf schon seit Jahren nicht mehr aus Eimern.
Den Hafer will ich lieber den Pferden lassen. Ja, und wen haben wir hier? Na, was schlampert er denn hier rum? Will er denn nach dem Krieg kriegen oder was? Also, das gefälligst. Ja, versteht er ja eh nichts von, ja? Gemessen an den Exponat ist unser von Magwitz der reinste Feingeist. Meine Güte, jetzt ziehen hier sie schon Greise ein. Hier, Gevatter, nimm ein wenig Grünzeug, um dich zu tarnen. Dann erlebst du noch den Abend. Du erhältst Tarnmaterial. Puh, zum Glück wurde ich abgelöst. Da vorne knallt's gleich wieder gewaltig. Hier, nimm lieber ein paar Ohrschützer, Kamerad. Du erhältst Ohrschützer. Vielen Dank, junger Freund. Und was knallt da vorne so entsetzlich? Es ist nur der routinemäßige Artilleriebeschuss. Solange man sich zwischen den Sandsäcken aufhält, ist es einigermaßen sicher. Nochmals besten Dank. Das klingt nach einem Minigame. Es ist ein Minigame. Aber kein schweres. Hey, du bist doch gar kein Grenadier. Auch das noch ein Schnellmerker. Packt euch den Burschen. Ach, herrje, ohne etwas, mit dem ich mich meiner Haut erwehren kann, komme ich hier nicht vorbei. Danke. Also immerhin nach links kann man abkürzen, das ist schön zu sehen. Also, was habe ich bekommen? Ohrstöpsel und Tarnmaterial. Eisen? Oh, das war nur das, okay. Eleonore. Ich könnte mich natürlich auch versuchen, bei der Kreatur zu tarnen und vorzukommen, aber hier waren wir noch nicht drin. Ah, oh, was für ein Krach! Schnell die Ohrenschütze benutzen! Ah, welch Wohltat. Fräulein Eleonore hält also eine Rede, ob ich trotz der Ohrschützer etwas verstehen werde. Danke, ich Ihnen abschließend noch einmal für die Verleihung des großen Pressepreises. Wir alle wissen, wie sehr ich ihn verdient habe. Was gibt es da, die Stirn zu runzeln? Nun, meine sehr verehrten Herren, sage ich also artig Danke und rufe den traditionellen Satz: Ich bin am Ende meiner Rede und das Buffet ist eröffnet. Ah, endlich! Bin auch schon halb verhungert. Nicht viel hin, sonst wird mir am Ende wieder das Beste unter der Nase weggeschnappt. Die Meute wirkt hungrig. Ich gehe lieber aus dem Weg. Uah! Buffet-Eröffnung. Höchste Alarmbereitschaft. Nichts ist gefährlicher als ein hungriger Bauch auf zwei flinken Beinen. Weiche mit den Pfeiltasten den Essern aus. Ja, in etwa einer halben Minute hat sich die Meute auch schon über das Buffet ergossen. Aber bis dahin ist der schmale Durchgang eine Art Todeszone. Weiche aus und habe viel Glück. Ja, ach, ich kann nur hier bleiben. Ja, das ist fies. Ja, wow. Da kann man ja teilweise bei den Schnellen kaum was machen. Weißt, ich würde ja gern noch ein Stück nach hinten gehen. Aber das... Ja, bei dem kann man nichts machen. Keine Chance. Und ich war eigentlich links, ist doch egal. Man kann da halt wirklich nur auf gut Glück, wie er schon sagte, viel Glück. Grundgültiger, beinahe wäre ich wegen ein paar Cremetörtchen zertrampelt worden. Du hattest 5-mal angerempelt und erhältst 50 EP. Statt vermutlich 100. So, also, was haben wir denn hier? Nichts und hier haben wir Sitzplätze. Genau richtig für jemanden wie mich. Was? Egal, gehen wir mal zu Eleonore hoch und schauen uns das Bild an. Aufbegehren. Werner von Ahoren, in Klammern Öl. Ein Ölgemälde also. Dem Stifterförderer und stetem Freunde der Presseangelegenheiten mit heißem Dank von seiner Freundesschar zum Angedenken dargebracht. Das musste ich mir lassen. Ich habe eine traumhafte Rede gehalten. Mit diesem Preis... Machen Sie auf, Gnädigste! Hier ist alles Lug und Trug! Wie? Was? Professor? Was machen Sie denn hier? Ich fürchte, in trauriger Mission unterwegs zu sein. Ich komme, einen Traum zu zerstören.
Ihren Traum, verehrteste. Oder besser gesagt, die teuflische Illusion, die Sie gefangen hält. Wovon reden Sie nur? Ein Traum? Sehen Sie doch selbst. Das Lügengespenst beginnt sich bereits zu verflüchtigen. Fort. Alles ist fort. Aber der Preis, ich wollte ihn doch so sehr. Ja, die Falle ist an Hinterlist nicht zu überbieten. Aber so wie ich Gnädigste kenne, benötigen Sie keine Traumwelten, um Ihren Pressepreis zu verdienen. Sie haben recht, Herr Professor. Und künftig werde ich nicht mehr so leicht den Kopf verlieren. Sie klingen, so klingen Sie richtig, liebe Freundin. Vor der Tür wartet ein kahlköpfiger Mann. Versuchen Sie, seinen lächerlichen Aufzug zu übersehen. Er wird Sie aus dieser Gaukelwelt befördern. Ja, haha, also noch eine Person. Jawohl. Was heißt noch eine? Die erste. Ach, jetzt darf ich aus der Tür. Sehr schön. In welche Gaukelwelt wollen Sie befördert werden? Kreatur? Hoho, gleich werde ich mit der Umgebung verschmelzen. Ich bin nicht da. Nee, ihr seid echt dumm. Psst, juhu, komm doch mal rüber. Busch spricht? Ja, ich bin der sprengende Busch. Ja, sei doch so gut und mach mal die Klappe auf. Ja, gut. Sorry, ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr im Video. Wesen könnte Gesellen gut gebrauchen. Du würdest einen sprengenden Busch als Gesellen einstellen? Wesen hat keine Vorurteile, aber Wesen nimmt nur Gesellen mit eigener Schürze oder Kittel. Das zeugt von Einsatzfreude. Ja, so was haben wir ja. Hoho, sieh nur, was ich hier habe. Hoho, sieh nur, was ich hier habe. Einen Kittel. Du bist ein guter Busch. Komm herein. Gut, ich würde aber sagen, wir kommen im nächsten Part wieder herein, weil das Gebohre drüben leider wieder losging und ich dann dementsprechend jetzt nicht wirklich weiter aufnehmen sollte. Für diesen Part soll es das also gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet trotzdem wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play die Reise ins All. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.